Erst kürzlich aus dem Ei geschlüpft, ist Ottokar Storch, das Maskottchen der Best-of-Family-Gruppe im Burgenland, schon zu Gast im ältesten bestehenden Zoo der Welt. Am 12. und 13. Juni macht Ottokar mit seinen burgenländischen Maskottchenfreunden im Tiergarten Schönbrunn Station. Burgenland-Tourismus nahm seinen Auftritt zum Anlass und stellte im Rahmen eines Pressegesprächs Ottokar Storch und die Marketingaktivitäten der 16 burgenländischen Familienanbieter der Öffentlichkeit vor. Mich freut das natürlich ganz besonders, weil auch mit dem Ottokar Storch und mit dem Best for Family Programm gibt es wieder neue Möglichkeiten, um noch mehr auf Bewusstseinsbildung, vor allem im Naturschutz, im Umweltschutzbereich auch hinzuweisen. Denn mit den ganzen neuen Initiativen, vor allem für Kinder und Jugendliche und Familien, schafft man noch mehr Erlebnismöglichkeiten in der Natur und in der Umwelt, und davon haben wir im Burgenland Gott sei Dank sehr viel. Der langjährige Bundesgeschäftsführer und erfahrene Wahlkampfmanager Magister Norbert Darabosch stärkt Kanzler Christian Kern im Hinblick auf den morgigen Bundesparteivorstand den Rücken. Wichtig sei jetzt laut Darabosch, die Wahl zu gewinnen und für eine Zusammenarbeit mit allen Parteien offen zu sein. Zum Schutz der Konsumenten, aber auch zum Schutz einheimischer Produzenten führen auf Initiative von Konsumentenschutzlandesrätin Verena Dunst und Gesundheitslandesrat Magister Norbert Darabosch die Mitarbeiter der Preisbehörde und der Lebensmittelaufsicht des Landes bei Erdbeerständen der Selbstvermarkter im Burgenland laufend Kontrollen durch. Im Mittelpunkt steht dabei der Nachweis der Herkunft des angebotenen Steinobstes, um einer möglichen Falschangabe des Erzeugungsortes einen Riegel vorzuschieben. Nach der Feldmesse und dem Frühschoppen begann im Rahmen des Sintenwiesener Erdbeerfestes die Krönung der neuen österreichischen Erdbeerkönigin Selina I. Die Krönung wurde von Wirtschaftskammerpräsident Ingenieur Peter Nemeth vorgenommen. Zum ersten Mal wurden alle 24 früheren Ananas- und Erdbeerköniginnen geehrt und ausgezeichnet. Jede von ihnen bekam von Bürgermeister Matthias Weghofer eine Skulptur mit ihrem Namen, dem Krönungsjahr der Erdbeerkrone und natürlich auch Erdbeeren. Der Musikverein Wiesen begleitete dann die amtierende Majestät und die neuen Kandidatinnen in einem Marsch vom Gemeindeamt bis zum Veranstaltungsplatz. Ein Herz für Behinderte hat der Family Park in St. Margarethen, und das zeigte sich auch dieses Jahr. ÖZIF-Mitglieder samt Begleitung haben sie wieder in den Vergnügungspark eingeladen. Begrüßt wurden sie von der Geschäftsführung. Das auch schon bei uns mal, glaube ich, gell? Ja? Wir gehen mal vom VIP-Ticket her und wir schauen einfach, wer benötigt das jetzt. Dann ging es gleich weiter zu den Attraktionen. Besonders für Kinder und jung gebliebene Erwachsene ist der Family Park etwas Besonderes. Bei den vielen Gelegenheiten zum Zeitvertreib im Family Park vergeht die Zeit wie im Flug. Das haben die ÖZIF-Mitglieder und ihre Begleitung auch erfahren müssen. Dennoch waren alle restlos begeistert und freuten sich schon auf den nächsten Besuch.